So etwas darf ich nicht denken. Und Gude, der steht jetzt sicher vor dem Bild, das ich male, steht da und wartet. Und dann fragt er sicher jemanden, ob man mich heute schon gesehen hat und ob sie wissen, ob ich überhaupt komme. Vielleicht fragt er auch, ob sie glauben, dass ich weiß, dass er heute mein Bild ansehen wird. Und Gude hat sicher schon mein Bild angesehen und hat sicher schon festgestellt, dass ich kein Talent habe, dass ich nicht gut genug male. Das hat Hans Gude sicher schon festgestellt. Und jetzt steht sicher Hans Gude da und ein paar von den anderen Studenten, Maler, die nicht malen können, stehen um ihn herum und Hans Gude sagt zu ihnen, dass er mein Bild nicht besonders gut findet, dass ich nachgelassen habe. Das sagt Hans Gude sicher zu den anderen Studenten. Und ich kann doch nicht Hans Gude höchstpersönlich einfach da stehen lassen. Ich muss ins Atelier gehen und hören, was Hans Gude zu meinem Bild sagt. Ich muss etwas tun. Ich muss ein anderes Zimmer finden. Ich muss etwas tun. Und ich höre Helene schreien. Nein, nein, schreit sie. Ich kann nicht auf dem Bett liegen bleiben. Ich muss etwas tun. Ich muss gehen. Ich muss meine Sachen packen. Aber ich habe ja den Schlüssel zur Wohnungstür. Ich wohne immer noch hier. Ich kann einfach gehen und dann wiederkommen, wenn der Onkel gegangen ist. Ich setze mich wieder auf die Bettkante. Meine liebe Helene, ich muss dich verlassen, ich kann nicht anders. Und du willst ja, dass ich gehe. Du willst ja lieber mit deinem Onkel zusammen sein. Du willst ja nicht, dass ich hier wohnen bleibe. Du willst mich weghaben. Aber du bist in mein Zimmer gekommen. Und als du kamst, wusste ich, dass du da klopfst. Und ich wusste, dass du nicht gekommen bist, um mir etwas Gutes zu sagen oder mir dein Haar zu zeigen. Du bist in mein Zimmer gekommen, weil etwas nicht gut war. Das konnte ich spüren. Ich schaute zur Tür. Ich sagte, herein. Und ich sah dich in der Tür stehen. Ich sah dich ins Zimmer kommen. Gerade vorhin kamst du in mein Zimmer. Erst hast du angeklopft. Dann bist du hereingekommen und ich sah, wie du dich auf den Stuhl setztest. Ich sah, wie du auf dem Stuhl saßest und zu Boden schautest. Ich saß auf der Bettkante, so wie jetzt. Aber ich konnte dich doch nicht ansehen. Sollte ich zu dir hingehen? Was hattest du bloß? Ich musste doch fragen, was du hattest, ob du mit mir über etwas reden wolltest. Aber ich konnte nicht gut etwas zu dir sagen. Und ich sah dich an und du sahst mich an. Ich schaute zu Boden und ich wollte dich so gern fragen, ob etwas war, aber das konnte ich ja nicht gut tun. Und dann habe ich gefragt, ob etwas nicht in Ordnung ist. Aber du hast nur da gesessen und geschaut. Ich habe gefragt, ob du mir etwas sagen wolltest. Und dann habe ich dich nicken gesehen und du hast nur da gesessen und geschaut. Du hast nur da gesessen. Und jetzt muss ich gehen. Ich kann nicht sitzen bleiben, denn dein Onkel, Herr Winkelmann, ist hier gewesen und hat gesagt, dass ich hier nicht wohnen bleiben darf. Ich muss ausziehen und ein anderes Zimmer finden. Und du kannst nicht mit mir ausziehen. Und du bist in mein Zimmer gekommen, hast angeklopft, bist in mein Zimmer gekommen, um mir zu sagen, dass ich ausziehen muss. Du willst auch, dass ich ausziehe. Und du hast auf dem Stuhl gesessen und nichts gesagt. Und ich konnte dich nicht gut fragen, was denn war, denn das hättest du schon selber sagen müssen. Und ich habe gesagt, dass du es mir ruhig sagen kannst. Und du hast genickt. Und dann hast du gesagt, dass dein Onkel. Und dann hast du nicht weitergesprochen. Dein Onkel, hast du wiederholt, dein Onkel. Und dann hast du nichts mehr gesagt. Du hast gesagt, du weißt doch, dass mein Vater tot ist und dass mein Onkel, hast du gesagt. Und ich kann hier nicht mehr sitzen bleiben, ich muss jetzt gehen. Ich habe immer noch den Schlüssel zur Wohnung, den darf ich nicht aus der Hand geben. Darum muss ich gehen, bevor es Herrn Winkelmann einfällt, dass ich den Schlüssel noch habe. Ich muss aufstehen, ich muss gehen und ich will Hans Gude nicht begegnen. Ich will nicht wissen, wie er mein Bild findet. Ich muss woanders hingehen. Es muss doch einen Ort geben, wohin ich gehen kann.
Alle Menschen müssen doch irgendwo hingehen dürfen. Ich muss hier raus. Denn draußen ist es zu der Tageszeit wohl nicht kalt. Ich muss durch die Straßen wandern. Ich kann ja zum Malkasten gehen. Vielleicht kann ich auch in den Malkasten hineingehen, denn jetzt habe ich ja Geld, das kann ich. Ich kann in den Malkasten gehen, dort sind die anderen Maler auch immer. Aber ich bin noch nie im Malkasten gewesen. Sie reden immer über den Malkasten, die anderen Maler, die nicht malen können. Wir treffen uns im Malkasten oder gestern Abend im Malkasten, sagen sie. Und ich bin noch gar nicht im Malkasten gewesen. Aber es soll ja so voll sein im Malkasten, lauter Maler, die nicht malen können. Aber sicher gehen alle erst abends in den Malkasten und sicher sind jetzt nicht viele Leute im Malkasten. Und ich habe ja Geld in meiner Jackentasche, habe ich einen Geldschein. Ich kann hinausgehen, ich kann in den Malkasten gehen. Denn ich bin noch nie im Malkasten gewesen. Da muss ich hin, in den Malkasten. Und dann kann ich sicher ein paar Stunden im Malkasten sitzen, ein paar Stunden dort warten und dann komme ich hierher zurück und kann dich sehen. Denn dann ist dein Onkel doch sicher weg. Und dann sehen wir uns, nicht wahr? Du willst mich sehen. Und dann zeigst du mir auch wieder dein Haar und ich stehe auf und gehe in den Flur. Ich mache meine Tür zu. Und jetzt muss ich nur schnell durch den Flur gehen, schnell und leise, damit Herr Winkelmann mich nicht hört und darauf kommt, dass er den Wohnungstürschlüssel von mir kriegen muss. Und wenn ich Herrn Winkelmann jetzt kommen höre, muss ich einfach rennen, schnell wegrennen, denn ich kann sicher schneller rennen als Herr Winkelmann, der fette Herr Winkelmann. Denn Herr Winkelmann ist groß und dick und ich bin klein und dünn. Herr Winkelmann ist groß und dick, ich kann ihm sicher wegrennen, weil Herr Winkelmann groß und dick ist. Aber ich sollte dich vielleicht nicht allein lassen, denn jetzt, wo Herr Winkelmann mit dir allein ist, kann er mit dir machen, was er will, alle möglichen Sachen. Und ich weiß genau, dass er dann auch alle möglichen Sachen mit dir machen wird. Ich weiß, was Herr Winkelmann machen wird. Herr Winkelmann fasst deine Brust an. Herr Winkelmann macht Sachen mit dir. Und ich kann nichts tun. Ich muss Herrn Winkelmann umbringen. Ich mache die Wohnungstür auf, ich gehe hinaus, ich mache die Wohnungstür zu. Und höre ich Schritte im Flur, höre ich Herrn Winkelmann kommen, den großen, dicken Herrn Winkelmann. Ich gehe die Treppe ein bisschen hinunter. Denn ich höre doch Schritte im Flur, Schritte zur Wohnungstür. Ich höre doch Schritte. Sind das deine? Kommst du? Oder ist das Herr Winkelmann? Und er will den Schlüssel von mir haben. Ich stehe auf der Treppe, lehne mich an die Wand und sehe die Wohnungstür aufgehen und Herr Winkelmann steht in der Tür und ich höre ihn rufen, Herterweg, und ich gehe die Treppe weiter hinunter. Herterweg, ruft er noch einmal. Herr Winkelmann ruft mir nach und ich gehe die Treppe hinunter. Wann kommen Sie und holen Ihre Sachen, ruft Herr Winkelmann. Und ich höre Herrn Winkelmann rufen und er fragt mich, wann ich meine Sachen holen komme, aber das will ich ihm nicht sagen und ich gehe einfach die Treppe hinunter und Herr Winkelmann fragt ja nicht einmal nach dem Schlüssel, nur wann ich komme und meine Sachen hole, das fragt Herr Winkelmann. Aber ich werde meine Sachen nicht holen, ich ziehe nicht aus. Ich wohne einfach weiter in dem Zimmer, das ich gemietet habe. Ich drehe mich nicht um, ich sehe nicht in die schwarzen Augen, den schwarzen Bart, den großen offenen Mund. Ich gehe die Treppe hinunter. Ich höre Herrn Winkelmann die Tür zumachen. Ich gehe die Treppe hinunter und du, meine liebe Helene, bist zu meinem Zimmer gekommen und hast angeklopft. Und ich wusste, dass du mir nichts Gutes zu sagen hattest. Das wusste ich und du hast dich auf den Stuhl gesetzt. Denn heute würdest du nicht so schön vor dem Fenster stehen und mir dein Haar zeigen. Das wusste ich. Ich saß auf dem Bett und schaute dich an. Und ich wusste, dass du zu mir gekommen warst, weil du mir etwas von deinem Onkel sagen wolltest, von Herrn Winkelmann, von dem in den schwarzen Tüchern, mit dem schwarzen Bart, mit den schwarzen Augen. Was wolltest du mir von deinem Onkel sagen? Ich habe gefragt, ob etwas mit deinem Onkel ist, und du hast nur auf dem Stuhl gesessen und vor dich hingeschaut. Ich gehe die Treppe hinunter, ich öffne die Haustür und gehe hinaus. Und jetzt darf Herr Winkelmann nicht im Fenster stehen, er darf nicht im Fenster stehen und sich hinausdehnen, er darf mir nicht nachrufen. Jetzt darf niemand im Fenster stehen und ich darf niemanden treffen, den ich kenne.
Jetzt darf ich Hans Gude nicht treffen, denn er wollte sich ja heute mein Bild ansehen und sagen, was er an dem Bild gut findet und was schlecht. Ich darf Hans Gude nicht treffen. Ich muss in den Malkasten gehen. Ich bin noch nie im Malkasten gewesen und heute gehe ich dahin. Ich muss ein paar Stunden im Malkasten sein, dann muss ich zurück in die Jägerhofstraße zu meiner lieben Helene und dann darf dein Onkel nicht mehr dort sein. Nicht wahr? Dann ist dein Onkel nicht mehr da und deine Mutter auch nicht, nur du und ich. Ich gehe auf die Straße. Ich gehe die Straße entlang. Und was ist mit deinem Onkel? Ich muss dich fragen, was mit deinem Onkel ist. Er ist ja andauernd in der Wohnung. Kommt nachmittags, abends, fast immer, wenn deine Mutter nicht da ist, kommt Herr Winkelmann. Warum kommt Herr Winkelmann so oft in die Wohnung? Und Herr Winkelmann hat an meine Tür geklopft, ist in mein Zimmer gekommen, hat gesagt, ich, Herr Herterwig, da sagt er, muss ausziehen, heute noch, bis abends 8 Uhr muss ich raus, hat Herr Winkelmann gesagt. Und dann ist Herr Winkelmann gegangen. Aber ich will nicht ausziehen, ich will in deiner Nähe wohnen, bei meiner lieben Helene, nicht wahr? Du willst, dass ich bei dir wohne. Ich weiß, dass du das willst. Denn wir lieben uns doch, Helene, du und ich. Ich gehe die Straße entlang. Ach du, Helene, meine liebe Helene, heute bist du in mein Zimmer gekommen, hast dich auf den Stuhl gesetzt und nichts gesagt und ich wusste, dass du etwas von deinem Onkel sagen wolltest. Aber was wolltest du mir von deinem Onkel sagen? Das muss ich dich fragen, muss fragen, was mit deinem Onkel ist. Warum willst du mit mir über deinen Onkel reden? Du bist auf dem Stuhl gesessen und vor dich hingeschaut. Und ich habe gesagt, du sollst ruhig sagen, was ist. Und dann hast du gesagt, du glaubst, dein Onkel will, dass ich ausziehe. Ich habe dich angeschaut. Ich soll ausziehen? Wo soll ich denn hin? Ich soll ausziehen? Und wie soll ich dann meine liebe Helene sehen? Und warum soll ich ausziehen? Will Herr Winkelmann dich für sich haben? Ich habe dich angeschaut, du hast auf dem Stuhl gesessen und zu Boden geschaut. Und ich habe gefragt, warum ich ausziehen soll. Und du hast gesagt, deine Mutter und dein Onkel haben gestern darüber gesprochen und dein Onkel hat gesagt, dass ich raus muss, hast du gesagt. Und du hast gesagt, dass deine Mutter einverstanden war. Und ich gehe die Straße entlang, ich gehe in den Malkasten. Heute habe ich Geld und ich gehe in den Malkasten. Zum ersten Mal gehe auch ich in den Malkasten, all die anderen Maler gehen dahin. Sogar wenn sie Maler sind, die nicht malen können. Aber ich bin noch nie im Malkasten gewesen. Jetzt gehe ich in den Malkasten. Ich habe Geld und ich gehe jetzt in den Malkasten. Und dein Onkel, der dicke Herr Winkelmann, hat gesagt, ich muss raus, ich muss ausziehen und ich gehe in den Malkasten. Ich muss ein anderes Zimmer finden und ich darf dich nie wieder treffen, nie darf ich dich wieder sehen, meine liebe Helene. Aber nicht wahr, du willst mich treffen, nicht wahr, wir lieben einander. Denn wir haben uns ja gesagt, dass wir einander lieben. Und du hast mir dein Haar gezeigt. Du bist in mein Zimmer gekommen, hast dich auf den Stuhl gesetzt und hast zu Boden geschaut. Und ich habe dir angesehen, dass dein Onkel dich für sich allein haben will und ich nicht in der Wohnung bleiben darf. Und ich konnte dich nicht fragen, warum dein Onkel dich für sich allein haben will. Warst du nackt mit deinem Onkel? Habt ihr miteinander Sachen gemacht, die wir nie miteinander gemacht haben, die ich nicht einmal in Gedanken mit dir machen könnte? Habt ihr, dein Onkel und du, miteinander Sachen gemacht oder hat dein Onkel, der große, fette Mann, Sachen mit dir gemacht? Und ich dachte, dass dein Onkel dich mit seinen fetten, haarigen Händen angefasst hat und ich dachte, dass du, meine liebe, liebe Helene, die Sachen, die dein Onkel mit dir machte, gern hattest. Oder hat dein Onkel Sachen mit dir gemacht, die du gar nicht wolltest, die du nur geschehen ließest, weil du nicht anders konntest, denn dein Onkel war groß und bedrohlich. Ich schaute auf meine Hände hinunter und meine Hände zitterten auf und nieder. Deine Hände haben auch gezittert, nicht wahr? Vielleicht wolltest du auch, dass ich ausziehe, damit du alles mit deinem Onkel tun kannst, ohne dass ich in der Nähe bin, damit du mit deinem Onkel allein sein kannst, war es das, was du wolltest? Dass er dir mit seiner fetten Hand zwischen die Beine fasst
und ich schaue vor mich hin. Ich gehe die Straße entlang zum Malkasten. Heute soll ich mir anhören, was Hans Gude von meinem Bild hält. Aber stattdessen gehe ich in den Malkasten. Zum ersten Mal gehe ich. Lars Hertervik, eines der größten Talente der jungen norwegischen Kunst, denn das bin ich, das weiß ich wohl. Zum ersten Mal gehe auch ich in den Malkasten. Und meine liebe Helene wartet auf mich. Und bald komme ich wieder nach Hause zu dir, meine liebe Helene. Und du willst mir ja nichts Böses, denn wir lieben einander. Aber warum will dein Onkel, dass ich ausziehe? Warum darf ich das Zimmer nicht mehr mieten? Das muss ich dich fragen. Aber ich sollte das nicht zu fragen brauchen, denn du solltest es von mir, von dir aus erzählen. Denn wir lieben uns doch. Dann musst du mir erzählen, warum ich ausziehen soll. Du musst mir erzählen, ob du auch findest, ich muss ausziehen. Warum findest du, dass ich ausziehen muss? Warum willst du mit deinem Onkel allein sein? Er ist ja genauso alt wie dein toter Vater. Und er kommt fast jeden Tag in eure Wohnung. Manchmal, wenn deine Mutter da ist, aber meistens, wenn du allein zu Hause bist. Warum willst du lieber mit deinem Onkel zusammen sein als mit mir? Ich gehe die Straße entlang und ich sehe dich auf dem Stuhl sitzen und zu Boden schauen. Ich sehe dich an, ich sehe dich auf dem Stuhl sitzen. Du blickst zu Boden und du hast deinen Onkel lieber als mich? Stimmt das?